An dem Abend noch. Wirst du vom Wanz abgeholt, du musst ja noch deinen Ärger abholen. Oh, das ist gut. Ne. Das heißt, die geht dann hier halt spielen, ne, in ihr Zimmer und du darfst eintreten. Es ist sehr viel unaufgeräumter als bei den letzten Malen. Jetzt mal natürlich so ein bisschen Staub und so ein bisschen schon, das muss ja sein. Dieses Mal sind auch einfach ein paar Schubladen ausgeräumt auf dem Boden verteilt. Mit vor allen Dingen Fotos und Zeug. Und die Blumen sind, die mussten immer vertrocknet sein, das stimmt allerdings. Aber sie sind übervertrocknet, das heißt sterben. Und er sitzt da am Küchentisch mit Tee nach Kanne und wird dann, wenn du reinkommst, danach fingern, um irgendwie was einzugießen. Das Ding ist, na gut, der Tee ist schon so kühl, dass er wenigstens einen Finger in die Tasse halten kann, um zu gucken, dass es nicht hier drüber hinaus gießt. Und wenn er dann eingegossen hat von dem frischen Tee, dann hast du darauf die beste pappige Haut, die es gibt. Da steht auch ein kleines Kännchen mit Milch da, die ist noch nicht ganz Joghurt. Aber schon 90%. Setz dich doch bitte. Dankeschön. Dann schiebt der die Untertasse, also deine, so schräg von dir ungefähr in eine Richtung. Trinkt dann selbst einen Schluck. Es wäre unhöflich abzulehnen, also von daher. Das stimmt, ja. Es ist ziemlich bitter. Das ist völlig in Ordnung. Ach stimmt, der gute alte Ostfriesentee ist ja auch bitter. Notfriesen. David, ich möchte dich nur darum bitten, dass du bei den Anfragen und Plänen des Wanstes ab und zu nachfragst, wie genau sich die Vorhaben gestalten. Gerade da du jemand bist, der aus erster Hand erfahren hat, wie sich ein unschuldiger Wunsch dieses Kindlings in ein gefährliches Unternehmen verwandeln kann. Abgemacht. Des Weiteren möchte ich dir nahelegen, Augen und Ohren offen zu halten bezüglich alledem, was an deinem Herd und in euren Räumen geschieht. Ja, ich habe schon. Es scheint mir doch reichlich wunderlich. Sophie zog aus, um den Winter zu finden. Jedenfalls sagte mir das der Wanst. Und auf ihrer langen Reise verband sie sich mit jemandem, der so sehr Sommer ist, wie die schlimmsten Strahlen des Augustes. Sophie, die viel Leid über sich brachte, auch über dich als treuen Gefährten, um die Starre des Sommers zu überwinden, bindet sich nun an einen seiner überzeugtesten Herolde. Ich möchte nicht mutmaßen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht oder nicht. Allerdings wirft die ganze Sache für mich doch Fragen auf. Nicht nur für dich. Kann man irgendwie feststellen, ob sie unter einem
Bann liegt oder sowas? Dass er irgendwas angetan hat, sie eingelullt oder wie auch immer? Wahre Liebe ist beschwerlich, brutal. Und ich selbst bin froh darüber, sie nicht oft erfahren zu haben, vermutlich nur einmal. Diese kann man nicht fälschen. Man kann diese Gefühle nicht hervorrufen oder verändern. Ein einfacher Liebestrank allerdings ist weder besonders kompliziert in der Herstellung, noch ist er kompliziert in der Beschaffung der dazu benötigten Materialien. Ich könnte es quasi mit verbundenen Augen, wenn du mir diesen Schalk gestattest. Wie kann man das rückgängig machen, beziehungsweise aufdecken, dass sowas da ist? Liebestränke verlieren schnell ihre Wirkung. Das heißt, wir müssen regelmäßig nach. Wenn man sie häufiger gibt, wird ihre Wirkung immer schwächer, bis schließlich nichts mehr davon vorhanden ist. Nach maximal einem Mond wird kein Trank der Welt und des Traums bei einer Fee noch Wirkung entfalten. Yay. Also, wir haben einen Monat. Können wir das irgendwie nachweisen, dass er das versucht hat? Oder dass sie was interessiert? Schwerlich. Nicht ohne zu riskieren, dass Sophie davon Wind bekäme, was sicherlich nicht gerade hilfreich wäre. Nee. Definitiv nicht. Yay, dann dürfen wir einen Monat lang mit dem Feind in unserem Bett schlafen. Er verzieht etwas das Gesicht. Ein Mond reicht aus, um großes Unheil über dieses Haus und seine Bewohner zu bringen. Zusätzlich kommt erschwerend hinzu, dass Liebe, egal ob sie nun von außen zugeführt oder auf normalem Wege entstanden ist, die Leute so schnell in den Trotz treibt. Jedes Wort kann zu viel sein, jede Geste ein Angriff. Ich kann dir also nur raten, deine Gefühle zu verbergen. Nun, ich bin gerade nicht ausgerüstet. Ich hoffe, sie hat es nicht gemerkt. Es ist anstrengend. Glaube mir, das verstehe ich gut. Tja, so eine Liebe zu manipulieren ist schwierig. Natürlich geht es mir auch nicht darum, Liebe zu manipulieren. Es geht mir darum, dem Erstmanipulator, wenn dem so sein sollte, in sein Handwerk zu pfuschen. Es ist nicht an mir, über der Leute und Feen Gefühle zu herrschen, aber ich hege berechtigte Zweifel, wie ich finde. Ich stimme dir voll und ganz zu. Er hat es schon, nachdem er mich übertölpelte, nahezu sofort versucht, bei ihr dasselbe zu tun. Er scheint mittlerweile geglückt zu sein. Ich kenne sie als Mensch nicht
lange nicht genug, aber sie als... Ich habe eine sehr lange Verbindung mit ihr. Es ist falsch, es ist irgendwie nicht richtig. Es fühlt sich nicht gut an. Nun, mir fällt aber nicht wirklich viel ein, wie ich sie schützen kann derzeit. Es ist eine heikle Situation. Und bevor nicht ein Mond vergangen ist, ist es wohl am besten, die Dinge ruhen zu lassen. Die, die uns Feind sind, genau zu beobachten. Und abzuwarten. Und natürlich... Sollte der schlimmste Fall eintreten, Sophie zu fangen, wenn sie stürzt, wenn die Wirkungen von Gebräun sich verlieren. Wie lange hält denn so ein... Muss sie zwischendurch nachversorgt werden mit dem Gebräu oder ist das einmalig? Bei einem Mensch sollte ein erster Trank einen Mond halten, bei einer Fee sicherlich eine Woche. Der zweite schon nur noch 5 Tage. Der dritte nur noch 2. Okay. Dann müssen wir mal schauen, wie wir dann beschäftigen müssen. Wie gesagt, solange uns keine Schandtat entgeht, keinem Falle einer Intoxikation. Einfach die Zeit, die Übriges tun. Ja, ich nehme nochmal einen Schluck aus meinem Tee, das ist ja, ne? Darf ich mir die Frechheit erlauben, zu fragen, was mit Ihnen passiert ist? Das Auge hat sich geschlossen. Das heißt für die weniger weisen Menschen unter uns? Entschuldigung. Nun, die Fehler der Vergangenheit, wenn sie schwerwiegend genug sind, müssen durch Taten des Opfers ausgeglichen werden, oder es folgt die Strafe. Wie ich bereits sagte, die Liebe ist ein kompliziertes, anstrengendes Ding. Ich kann nur hoffen, dass ich niemals mit einem Satyr tauschen muss, dessen Gefühle so übermannend, so übermächtig sein müssen, dass man kaum Zeit hat, einen klaren Gedanken zu fassen, David. Aus der heutigen Perspektive sticht es noch immer. Sie war von einer so komplizierten Schönheit. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Danke. Das. Dafür musst du dich nicht bedanken. In der Tat kränkt es mich fast. Nicht, weil es unangemessen wäre, sondern aus Gründen der Erziehung und alter Slua-Rituale oder altem Slua-Umgang. Verstehe mich nicht falsch. Es ist nur so, dass eine derartige Information ist nichts, wofür man sich bedankt. Denn ich gab sie dir freiwillig. Es ist keine Geste der Wertschätzung, die ich dir entgegenbringe. Es ist einfach ein Ausdruck des Vertrauens. Und eben dies bedanke ich mich. Wie gesagt, das ist sicherlich in anderen Kreisen normal und für mich äußerst ungewohnt, fast unangenehm. Ich nicke ihm einfach nochmal zu. Tja, als ob er das sehen könnte. Ja, ja, eben. Das ist halt eher so ein, ne, ihm zunicken und dann realisieren, dass er es nicht sieht und irritiert sein von sich selbst und von der Tatsache, dass man gerade genickt hat. Nun, ich denke, dann werde ich auf meine einsame Wacht gehen und schauen, wie ich ihr helfen kann. Ein wichtiger Freundschaftsdienst, von dem man nur hoffen kann, dass sie ihn dir eines Tages zu danken imstande ist. Was passiert, wenn der Trank abfällt von mir? Wird sie wissen, dass das nicht echt war? Oh, dann tut er mir so leid. Sie sollte dir zuvorderst wehtun. Meine Beobachtungen ergaben, dass dies alles andere als ein angenehmes Gefühl sein muss. Manche schnitten sich das Herz aus der Brust. Okay. Allerdings waren das nur Menschen, die etwas länger unter der Kontrolle dieses Gebräus standen. Und es war zu einer Zeit, in der man noch dachte, das Zentrum der Gefühle liege im Herzen. Nicht heute, wo man weiß, dass man keine Ahnung hat. Sich lieber in Begründungen, die keine sind, flüchtet. Okay. Ja, ich schieb den Stuhl zurück, klopf einmal, wie man es von zu Hause gewohnt ist, auf den Tisch. Ja, lächelt dir freundlich zu. Wobei freundlich wie immer, höflich freundlich maskenhaft, einstudiert. Klar, seine gespielte Freundlichkeit ist aber durchaus ernst gemeint, glaube ich. Also von daher. Ja, man kann es halt nie unterscheiden. Ich mag ihn trotzdem. Das ist schön. Ja.
Er ist viel sympathischer, auch wenn er genauso manipulativ ist. Was? Nein, hab ich nie gesagt. Würde mich dann quasi aus dem Hause begeben. Wenn du dann nochmal an diesen ausgeräumten Schubladen vorbeikommst, da liegen ja wie gesagt auch Fotos. Und unter einem siehst du das Gesicht eines Wesens, das vollkommen verdreht ist, wie als hättest du in die Mitte einen Punkt gesetzt, also an der Nasenspitze, und dann durchgequirlt. Das eine Auge ist lang gezogen und geht bis unter den Wangenknochen auf der rechten Seite. Das andere ist eher an der Stirn angeordnet. Die Augenhöhle ist aber an derselben Stelle. Des Weiteren, der Schlund hat wenig Zähne, aber die, die man sieht, sehen eher aus wie die Schneidezähne eines Nagetiers. Und die Haut generell ist eher faulig. Das ist schon ein ziemlich altes Foto. Schwarz-weiß auf jeden Fall. Ich meine, Haare hat dieses Ding nicht. Von daher ist es an Frisuren, kann man ja manchmal ablesen, wann das gewesen sein soll. Schwer. Aber es ist in der Tat eine komplizierte Schönheit. Dazu müsstest du dich bücken und ein paar andere Fotos wegschieben. Du siehst halt nur den Kopf, weil da so ein paar andere Sachen drüber liegen. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ich werde nicht in seiner Privatsphäre rumfummeln. Nee, das wäre unhöflich. Eben. Also, ja, will ich gerne, aber nein. Es ist auch kein Anblick, der... ne? Wo man gern besonders lange hinguckt im ersten Moment. Ich meine, auf der anderen Seite bist du natürlich neugierig, habe ich gehört. Ja, ja. Was ist denn eigentlich so? Guck mal nochmal, du hast da bestimmt dieses Attribut, von dem alle sprechen. Das da, ja. Bist du dir ganz sicher? Denn ich bin ja nicht dein Gewissen, aber diese kleine Stimme in deinem Kopf, die hämmert. Also ich meine, die Neugierde. Naja, wie liegt denn das da so? So, dass du es mit einem Fuß, die etwas darüber liegt, befreien könntest. Dann könnte das durchaus sein, dass ich das tue. Ich meine, will er denn sagen, das lag jetzt anders da als vorher? Der wird's ja nicht sehen. Ja. Er wird's nur rascheln hören vielleicht, und das versuche ich leise zu machen. Ach, das versuchst du leise zu machen, na gut. Eine Sekunde. Da ist er, ja. Das war... nicht die goldenen 20er. Das war davor. Also es muss irgendwas zwischen 1850 bis 1910, 17, 18 sein. Also viktorianisches Zeitalter. Das war im Deutschen nicht ganz so viktorianisch. Ja. Nennen wir es mal Vorkriegszeitalter. Mhm. Moderne wäre auch gegangen. Zeit der Industrialisierung. Ja, aber dann schon Endindustrialisierung. Der gute alte Bismarck im Hintergrund, sagst du. Kommt ungefähr hin. Ich meine, ja, passt. Irgendwas vor goldenen 20ern auf jeden Fall. Denn da würde ich sagen, ist Frauenmode nochmal ziemlich offensichtlich gewesen. Ja, das klingt doch gut. Sind da noch irgendwelche anderen Menschen drauf? Nee, ist ein Einzelfoto. Dann muss ich doch jetzt gehen, weil sonst fällt das langsam auf. Hm. Gott, dann ist der Typ auch schon wieder uralt. Ihr seid alle uralt. Nee, ich meine... Der kann zwischendurch mehrmals tot gewesen sein. Dann ist er ganz schön häufig wiedergeboren worden. Hey, wir hat alle ganz schön häufig wiedergeboren. Nein, also er kann
er kann rein vom Alter her mehrmals wiedergeboren worden sein oder jetzt das erste Mal wieder, aber ich meine, das ist ja irrelevant ab dem Punkt, weißt du? Hm. Es ist nicht so wie bei Thorald, wo es zeittechnisch nicht viel anders geht, als dass er die ganze Zeit da gewesen war. Der kann zwischendurch tot gewesen sein, wie du auch. Okay. Denn auch wenn er so wirkt, der ist ja jetzt gar nicht so alt, der ist irgendwie Anfang 20. Ach so, okay. Es ist nur das Betragen, was ihn altern lässt. Und vielleicht die Tatsache, dass er aussieht, wie er aussieht. Hm. Interessant, interessant. Ja, ich geh nach oben. Hm. Outgame, weißt du, was ich da beschrieben habe, ja? Eine ziemlich verkrüppelte Frau. Das ist keine Verkrüppelung, die menschlich ist. Die irgendwie möglich ist, sodass das Mensch-Ding dann überlebt. So viel hast du auf jeden Fall gesehen. Und man kann keine Chimären fotografieren, also. Alles klar. Flummi weiß, was ich beschrieben habe. Ja. Wirklich? Sag mal. Eine Nossi. Okay. Ah, oh. Okay. Wenn einer von einer komplizierten Schönheit ist, dann so ein Nosferatu, also ich meine. Uiuiui. Okay, ja, das verstört mich ein bisschen. Ich gehe nach oben. Sehr gut. Ich habe noch mein Charakter hat ja noch keine Ahnung von Nossis. Ja, aber dann weißt du jetzt wenigstens ungefähr, wie schlimm die ausgesehen haben muss. Hm? Halb so schlimm, dass man den Jägermeister schon wieder zu schmecken glaubt. Und vor allem, what the fuck, Alter? Also, man macht doch kein Bild von Nossi. Wieso sieht doch keiner? Er hat's doch in seiner geheimen kleinen Kiste. Mhm. Ja, man rechnet ja nicht mit Dingen. Wäre auch schon gewesen, wenn David da vorbeigegangen wäre. Oh mein Gott, was ist das? Entschuldigung, ich habe auf deine Bilder gekotzt. Ich habe Anstand und Etikette. Ja. Ich kotze nur gelegentlich. Ah ja. Und dann verbreitet sich ein wohltuender Rosenduft. Nein. Du kotzt nur dann, wenn es sich auch lohnt. Dann wird sich wahrscheinlich ein wohltuender Pfefferminzgeruch verbreiten, weil ich vom Pfeffi kotze. Okay, damit kann ich leben. Das ist quasi wie Zähneputzen, nur andersrum. Sophie sitzt, wenn es für dich von Relevanz ist, in ihrem Zimmer. Sie hat das Fenster offen, die Beine baumeln außen raus und sie hat ihren Block auf den Knien. Ja, momentan ist er nicht da, das ist alles gut. Ach so, okay. Momentan darf sie tun und lassen, was sie möchte. Dann ist ja gut. Ich muss jetzt nur noch einen Plan haben, wie ich dich mehrere Tage lang hinweg beschäftigen kann. Ja, das macht mir doch ein bisschen... Wie willst du die denn beschäftigen, mein Junge? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich nehme sie mit nach Leipzig. Dann ist sie auf jeden Fall einen Tag weg. Aber vorher muss ich rausfinden, wie lange sie schon mit ihm zusammen ist. Aber das kriege ich gleich noch raus. Aber das wollte ich jetzt nicht heute, nachdem ich sie sowieso schon auseinandergefragt habe und sie vielleicht ein bisschen gemerkt hat, dass ich ein bisschen argwöhnisch bin. Das kommt zu früh quasi, diese Frage. Also ihr könnt so weit springen, wie ihr wollt. Ich habe nichts für euch geplant. Ha, wir springen Monate und es passiert nichts. Das finde ich gut. Ja, warte mal. Outsmarted. Ja,
Das stimmt, das, er hat dich wirklich outsmartet. Das ist absolut richtig, aber naja, manchmal meint man Dinge nicht so, wie man sie sagt. Einfach echt outsmartet. Ja, ja, klar. Er ist klüger als du. Ja, das, wow. Oh, er ist klüger als ich. Ein Haufen Scheiße ist klüger als ich. 38.000 Mal bewiesen. Das Schöne ist, Worte sind in diesem System sehr wichtig. Komm schon, in diesem System, aber ich bin nur ein dummer Spielleiter. Das Ding ist, okay, David springt einen Monat und geht seinen Sachen nach. Was will denn Sophie in dem Monat machen? Willst du dich noch ein paar Mal mit Kumar treffen? Get fuck, Deli! Ja, gar nicht wahr. Wir haben gesagt, es passiert nichts. Ja, bei dir? Kann ich nichts dafür, wenn du so ein trauriges Leben führst. Also, Leute. Das klingt nicht vernünftig. Das klingt total vernünftig. Warte. Ich muss was überprüfen. Doch, ich muss was überprüfen. Ah, wo ist es denn? Was suchst du denn? Ich finde es gleich. Da ist es. Jetzt ist es schon wieder weg. Sophie wird also wahnsinnig. Nein, nur ein bisschen. Well? Was Nein, du darfst heute keinen Opa essen. Geh heute ohne Nachtisch ins Bett. Was? Wie? Worum redet ihr? Ich habe keine Ahnung, was sie will. Aber das war das Erste, was ich verhindern wollte. Okay, und warum? Sie kommt irgendwann mitten in der Nacht in Davids Zimmer gerannt. David pennt wahrscheinlich. Du hattest gerade den besten Traum. Lass mich das nochmal ganz kurz umreißen, bevor sie jetzt reinkommt, ja? Es ist ein paar Tage später. Die Odyssee nach Umer wird dir ja was sagen. Und da gibt's doch hier, die fahren mit dem Schiff rum, wie sie es halt eigentlich die ganze Zeit machen, und kommen da zu den Sirenen. Jetzt sind die Sirenen ja eigentlich ja scheiße, aber in deinem Traum sind das einfach die besten Fischweiber, und mit Fischweiber meine ich, dass sie nicht halb Fisch, halb Weib sind, sondern einfach nur, dass sie auf dem Stein im Wasser sitzen. Die schönsten, schöner als die schönste Ski. Ich dachte, dass sie nach Fisch riechen. Nein. Die haben es halt nötig, das. Die schönsten. Ihre Gesänge bereiten dir nicht nur den härtesten Ständer, an dem du dein Segel selbst spannen könntest, sondern erweichen dein Herz, lassen dich vergessen, was du Tim angetan hast und so weiter. Es ist einfach, du bist fast da, fast. Ihr habt schon angelegt, ihr müsst nur noch von Bord gehen, du und deine namenlosen, gesichtslosen Gefährten. Und dann weckt ihr dich. Ach ja, es waren mindestens 1,5 Greif jedes Mal. Du sagst also, ich wach mit einem Ständer auf. Toll. Das musst du entscheiden. Es ist ja so Winter, da sieht man, es ist ja Winter, da hast du eine dicke Decke, da sieht man das nicht. Du siehst vor allen Dingen in einem Hochbett, die kann gar nicht so weit hochgucken. David! Was? Aufwachen, ich hab's raus! Was raus? Ich hab's raus! Was? Warum? Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Na, das Gears. Ich hab's raus. Das Rätsel. Was? Welches Rätsel? Na, das, was der Graf uns gestellt hat, mir gestellt hat. Hä? Das hab ich dir doch erzählt. Sicher? Ja, ganz sicher. Okay. Hau raus. Was? Kläre mich auf. Na, es hat ja drei Teile, das Rätsel. Finde eine vergessene Stätte der Macht, entflamme ihre... Ich bin so aufgeregt, dass ich nicht mehr reden kann. Entflamme ihre Glut neu, hüte den Herd und schüre das Feuer zum Wohle der Feen, zur Ehre deiner Erschaffer und zur Freude des Traums. Das ist eine Freistätte. Davon hast du noch nie mit mir darüber geredet. Natürlich habe ich dir das. Das habe ich dir schon erzählt. Das habe ich dir alles erzählt. Wie spät haben wir es? Oh. Also, fang nochmal bitte von vorne an. Okay, ich habe es doch nicht ganz raus. Aber fast. Okay, also, fang bitte von vorne an. Du hast ein Gesias vom Prinzen gekriegt. Vom Grafen gekriegt. Zu weit, zu klar. Ja, so.
Und das habe ich dir auch aufgesagt. Du hast es nur wieder vergessen. Okay, dann sag's jetzt mal für die Leute auch, die... Also, da war noch ein bisschen Vorgeplänkel und dann finde eine Stätte, eine vergessene Stätte der Macht und entflamme ihre Glut neu. Hüte den Herd und schüre das Feuer zum Wohle der Feen, zur Ehre deiner Erschaffer und zur Freude des Traums. Das ist eine vergessene Freistätte, die wir irgendwie finden müssen und wieder neu andingsen müssen. Also neu erwachen lassen müssen. Okay. So. Dann finde und bezwinge den Feind der Feen, den du einst selbst erschaffen hast, und gestehe den Irrtum vor deinem zweiten Herzen. Ich habe offensichtlich irgendwie, ich weiß noch nicht genau, wer der Feind der Feen ist, aber ich scheine in irgendeiner Form irgendwann mal Mist gebaut zu haben, was ich dir gestehen muss. Denn in dem... wir wissen ja, dass wir haben ja einen Eid geschworen, das habe ich ja mittlerweile auch raus, welcher. Und da hieß es ja, zwei Herzen im Einklang. Und deswegen muss das irgendwas sein, was ich dir offensichtlich erzählen muss, auch wenn ich noch nicht weiß, was. Und dann finde den Greifen ohne Schnabel, Flügel und Federn. Hilf ihm, sich selbst zu vergeben, und überwinde die größte seiner Mauern. So, pass auf. Ein Greif ohne Schnabel, Flügel und Federn. Das muss Greif. Der Greif ist das Symbol vom Haus Gwydion. So, das muss also irgendein entweder gefallenes oder ehemaliges Mitglied sein von diesem Haus. Und es gibt keine wirklich gefallenen Mitglieder aus diesem Haus. Das passt alles nicht. Das heißt, es muss jemand sein, der das abgestreift hat. Und es gibt nur einen einzigen, der das jemals getan hat. Das Sommerorakel. Das ergibt Sinn, ja. Richtig, so, das ist das verfickte Sommerorakel. Und der scheint in irgendeiner Form ebenfalls etwas getan zu haben, beziehungsweise die größte seiner Mauern ist wahrscheinlich sein Stolz. Was? Naja, beim Sommerorakel. Also der ist überhaupt nicht stolz von dem, was du bisher gehört hast. Nein, überhaupt nicht. Weiß ich jetzt nichts von. Die größte seiner Mauern wird vermutlich sein Stolz sein. Ganz wichtige Frage. Hatte ich euch damals, als ihr in Eisleben wart, und da hatte ich ja gesagt, was passiert war hier, als die Orakel zusammenkamen und der Herbst kam nicht. Hatte ich da gesagt, dass der mit einem Löwen kam, so wie du mit einem Eisbären kamst? Falls nicht, der kam übrigens mit einem Löwen. Huch. Na, hallo, Greif ohne Schnabel, Flügel und Federn. Deswegen, ja. Ja. Aber es passt auf jeden Fall. Das ist das scheiß Sommerorakel. Okay. Das klingt gut, ja. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wer der Feind der Feen ist und was ich für Mist gebaut habe, den ich dir gestehen muss. Der Feind der Feen. Das ist die Banalität. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es irgendwas, was mit Banalität zu tun hat. Oder weiß ich nicht. Was ist denn das Banalste, was wir kennen? Kaltes Eisen, aber das wird's nicht sein. Nope. Den du erschaffen hast, steht da, ne? Ja. Da Sophie sich gerade so freut, ne? Ich hoffe, du vergisst nicht den letzten Teil, jetzt wo du zu wissen glaubst, wer der Greif ohne Schnabel, Flügel, Federn sein soll. Ich soll die größten seiner Mauern überwinden? Nein, den letzten Teil, dass du mit ihm vorm Gwydion antanzen sollst. Ja, ja, dann muss ich ihn auch nur noch dazu kriegen, dass es vielleicht ganz klug ist, wenn der Sommer nicht die ganze Zeit herrscht, was ziemlich schwierig werden wird, aber ich werde es schon schaffen. Als wenn ich mich von so einem Sonnenanbeter unterkriegen lassen würde. Blumi, ich bin tatsächlich ziemlich beeindruckt. Ziemlich. Bist du sicher, dass du mir das vorgelesen hast? Ja. Ja.
Das hat der Spielleiter vorgelesen, der hat es extra ins Forum gepackt. Weil nee, Sophie hat es ja auch Wort für Wort wiedergegeben. Ja, ja, aber Sophie hat, ja genau, aber er hat es deshalb ins Forum gepackt, weil Sophie es dir gesagt hat. Na guck. Also ich meine, der erste Teil war ja leicht mit der Freistätte, aber schon ziemlich sick. Und zeige mir, dass dein Wille der des halben Greifen ist. Oh Gott, das wird echt ein hartes Stück Arbeit, ihn davon zu überzeugen. Aber das schaffe ich schon. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für den Mist, den ich offensichtlich gebaut habe. Ja, den mussten wir allerdings noch bestehen. Ja, ich weiß es noch nicht, wie gesagt. Finde und bezwinge den Feind der Feen, also du musst ihn noch besiegen. Das heißt, es ist etwas, was man besiegen kann. Offensichtlich, und das macht es schon mal leicht. Das heißt, es wird vermutlich irgendeine Art von Person oder Chimäre sein oder sowas. Der Antitraum. Hast du den Menschen die Aufklärung gebracht? Hat Sophie irgendwie sowas schon mal aus der Bibliothek? Irgendwas, was das Gegenteil einer Fee? Okkultismus hast du 3, Recherche hast du 2. Was nehmen wir da am besten? Ja, wir nehmen Okkultismus, sagst du. Na, warte mal. Das ist... Ich frage einfach eine andere so Fee. So leicht zu beantworten. Weil das Gegenteil der Fee, die Antifee. Also es gibt Geschichten von den Leuten, die glauben, dass die Tuatha euch erschaffen haben. Die sagen, die Antifee ist ein Fomori, das ist so eine Art Dämonenvieh, was zwar aus dem Traum kommt, aber das Gegenteil der Feen ist. Allerdings sind das auch Feen, die häufig vertreten, dass Feen gut sein soll und gerecht und so. Aber es geht, glaube ich, eher Banalität, hat David schon gesagt. Das ist gar nicht so schlecht. Es geht eher um sowas wie verkörperte Banalität. Ja, das Zweite, wenn du es nimmst von wegen Feen sind Glamour, dann ist das Gegenteil von Feen Banalität, dann wäre das das Herbstvolk. Aber es kann nicht das Herbstvolk sein. Es muss irgendeine Ausgeburt des Herbstvolkes sein. Irgendetwas ganz Dingsiges. In jeder Geschichte gibt es gefallene und korrumpierte Helden. Sophie wird jetzt sofort runtergehen zu Roland. Jo, Alter, weißt du, wie spät es ist? Ja. Ich komme mit. Zieht euch wenigstens an. Ja, ja. Sehr gut. Sophie hat noch was an, die ist noch wach. Ja, du wirst dann gegen klingeln, oder was? Natürlich, weißt du, wie oft der mich mitten in der Nacht geweckt hat? Jetzt ist es wichtig, jetzt kann ich den auch mal wecken. Das war für den jedes Mal wichtig. Ja, siehst du, für sie jetzt auch. Ja, der wird dann angeschlurft kommen. Mit so einem leichten Sabberfleck getrockneten an der Lippe. Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, was auch immer es gerade ist. Hi. Ich brauche deine Expertise. Er kratzt sich gepflegt am Popo. Sofort. Es ist wichtig. Es ist wirklich wichtig. Es ist sehr, sehr wichtig. Ihr gebt kein gutes Paar ab. Hä? Hä? Nein. Da wird es einfach völlig anders als du. Und außer mit Mitbewohnern fängt man erst an. Bist du bescheuert? Darum geht's doch gar nicht. Es geht um Liebe und Gut. Komm rein. Sophie geht an ihm vorbei in die Wohnung rein. Ey, das ist immer noch meine Bude. Ja, jetzt gerade nicht mehr. Mikasa ist Yukasa, weißt du. Das habe ich noch nie gesagt. Das sage ich für dich. Komm, ich mache uns Kaffee. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, mich wieder hinzulegen. Ja, gleich. Ich gehe in seine Küche und mache uns Kaffee. Pass auf. Ich brauche deine Kreativität und dein Wissen, weil du bist ja ein alter Sack. Mhm. Was ist die Verkörperung? Ich brauche irgendwie eine so etwas. Was ist eine Antifee? Ich jetzt sag nicht Herbstvolk. Bist du wahnsinnig? Warum?
Wofür brauchst du das? Ich brauche es nicht, es ist wichtig, ich muss es wissen. Nee, so, doch. Es gibt Dinge. Ja, ich sag dir aber auch nicht, wo die Atombombe angeht. David, raus aus meiner Küche. Und der Kaffee ist nicht für dich. Raus aus meiner Küche. Yeah. Es geht um ein... Es ist mir scheißegal, worum das geht. Okay, warum bist du jetzt so empfindlich? Bist du völlig bescheuert? Wieso? Du willst diese Dinge nicht wissen. Doch, ich muss sie wissen. Allein das Wissen kann dich schon ein Stück näher der Banalität bringen. Jedenfalls großzeitig. Weil es... Nee. Und ich werde darüber ganz bestimmt nicht sprechen, weil mir sonst vermutlich die Zunge abfault. Okay. Sophie, was hast du getan? Gar nichts. Ich hatte nur eine Eingebung. Ja, ja, das ist aber keine gute Eingebung. Es ist ein Rätsel, das der Traum selbst mir gestellt hat. Also insofern muss es schon irgendwie eine gute Eingebung sein, wenn das offensichtlich Teil dessen ist. Hat er das? Wie ja, hat das? Er. Der Traum würde dich niemals nahe bringen, eines dieser Dinger. Doch, um es loszuwerden. Weißt du, was passiert, wenn du dich näherst? Du wirst es nicht los, du wirst zu ihm. Zu was? Nein. Kannst du uns einen Tipp geben, wo wir das Du kannst können? Es nicht besiegen. Keinen von denen. Du kannst es nicht Du kannst es nicht wieder Fee werden lassen und du kannst nichts dagegen tun, außer dich fernhalten. Okay, wovor sollen wir uns fernhalten? Ich bin nicht dumm. Kommt schon, Leute. Ich bin jetzt auch sofort wach deswegen. Na, das ist doch gut. Also versucht's nicht. Nein, du willst das nicht. Natürlich willst du das, weil du jung und dumm bist und so ein Shit und bla bla bla. Nein. Setzt euch jetzt hin. Sophie, setz dich hin. Ich setz mich dazu. Ich erzähle euch meine Geschichte. Walter. Okay. Walter war ein guter Junge. Walter, wie jedes Kind, hatte ein Gerechtigkeitsempfinden oder eher ein Ungerechtigkeitsempfinden von over 9000. NZ was not even his final form. So. Dementsprechend wollte Walter schon immer Polizist werden. Um das Richtige zu machen. Um die Leute zu helfen, die es brauchen, um Verbrecher einzuknasten. Walter hat in irgendeiner Klitsche gewohnt, nennen wir sie einfach mal America. Okay? Und er hat da einfach Dinge gesehen bei den Cops, die ihm nicht gefallen haben. Sagen wir mal sowas wie, Cops schmeißen den Schwarzen raus, Cops knallen den Schwarzen ab, hat aber auch einen Hoodie an, war ja eigentlich schon fast vertretbar und so weiter. Und damit wollte er aufräumen, denn Justitia hat ja hier was abgebunden, obenrum. Und dann ist er zur Polizei eingetreten, voller hier Tatendrang und voller, was er nicht alles hatte. Dann hat er 3 Jahre gearbeitet und dann war er der Schlimmste von allen. Das ist die Geschichte von euch, wie ihr euch verdammt nochmal in irgendeiner Form einen Down... Danke. Nein, das... Seid bitte, bitte nicht dumm. Werden wir nicht sein. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, worum es geht. Ich wollte nur schon mal eine Anregung. So besser, hey, leg dich gleich mit Dingen an, von denen du keine Ahnung hast. Ich leg mich doch erstmal mit gar nichts an, Mann. Allein das zu suchen, wäre Wahnsinn. Ich will jetzt gar nichts suchen. Du wurdest verarscht. Der Traum bittet dich nicht darum, das zu tun. Dann bittet er mich, etwas anderes zu tun, was damit in Zusammenhang steht.
Vielleicht okay. Hast du sogar recht. Okay. Sitzen bleiben. Er schließt die Wohnungstür ab und damit meine ich halt mit Schlüssel. Macht die ganzen Vorhänge vor seine Fenster überall in jedem Zimmer. Dann geht er mit Insektenspray in ein paar Ecken und sprüht kräftig. Er drückt David und Sophie jeweils einen Besen in der Hand mit einem Lappen drüber, um Spinnenweben aus den Ecken zu entfernen. Das wird ungefähr eine Viertelstunde dauern. Das ist die Anti-Sluer-Therapie für die Wohnung. Das war OT. Ja. Möglicherweise. Und dann macht er erstmal richtig laut feinsten Gatschi an. Richtig laut. Das nachts um 3. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das stimmt. So. Dann buxiert er euch wieder aufs Sofa. Räumt seinen Tisch weg, also den Couchtisch. Stellt sich vor euch. Ihr seid dumm und ihr seid behindert und außerdem seid ihr völlig bescheuert. Aber Frau sowieso wird ja kein Einsehen haben. Das ist wohl richtig. Und du bist genauso schlimm. Manchmal. Er zieht sein T-Shirt aus. Okay. Ja, da braucht man ja, was darunter ist. Es ist darunter in seinem gesamten Oberkörper verteilt, bestimmt 6-7 Stellen, nur vorn offenbar, ihr könnt ja mehr auch gar nicht sehen, faulende Teile, wo Fleisch offenbar rausgefallen ist, wo seine Feenseele versehrt ist auf eine Weise, die wirklich direkt Würgereiz und Angst in euch auslöst. Ihr seht in diesen faulenden Teilen, dort, wo man dann eigentlich quasi seine Organe sehen müsste, oder was weiß ich, Lungenteile oder was auch immer, oder Knochen von innen, seht ihr Leere. Leere wie nicht eine Leere. Das Nichts aus der unendlichen Geschichte. Bin ich jetzt nicht so informiert. Es ist nicht die Leere auf cthulhuidische Art, die schrecklich ist und deswegen interessant. Es ist Leere. Nichts. Und ja. Schwarzer Schleim. Das Nichts aus der unendlichen Geschichte. Der Blasen wirft. Was habt denn ihr, das, Sophie wird es mir sowieso nicht sagen, David, was hast denn du in Fassung? Ich glaube, er hat 2. 3. Ihr müsst euch tatsächlich beide übergeben. Nice. Ihr dürft euch aufteilen. Einer ins Klo und einer ins Waschbecken. Sind ja zwei unterschiedliche Räume. Ich darf nicht in die Küche. Ich meine das Badwaschbecken. Ihr hat ein Zimmer mit einer Dusche und einem Waschbecken und ein Zimmer mit einem Klo. I don't care. Das ist okay. Wenn er zurückkommt, hat er auch sein T-Shirt wieder fallen lassen. Also, ne, wieder an. Ja. Hinsetzen. Was ist das? Das ist nicht mal im Entferntesten das, was euch erwartet. Das ist, was ihr sucht, ist eine Fee gepaart mit dem. Versteht ihr? Aber nicht. Wie geht sowas? Nicht versehrt von dem, sondern vereint. Und das geht eben nicht. Es sind sterbende Kreaturen, die nichts in ihrem Dasein tun, als leiden und das Leid weitertragen, als solche in sich tragen und nach außen bringen, als Vergiften und Verfall und Perversion. Und nicht die gute Art von Perversion. Nicht die gute Art von Perversion.
Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Niemand hat gesagt, dass du auch nur den Hauch einer Ahnung hast. Und nichts, was dir der Traum angeblich auferlegt hat, und ich sage nochmal, du wurdest verarscht, ist es wert, das zu versuchen. Vielleicht hat das auch noch eine ganz andere Bedeutung. Ich wollte nur wissen, worum es überhaupt geht. Seid auch klug und fragt keine anderen Leute nach Downtown. Okay. Was zum Geier ist das und wo kommt das her? Tja. Das ist eine ziemlich philosophische Frage. Bin ich gerade nicht in der Stimmung. Okay, andere Frage, wenn ich sie fragen darf. Wie hat es dich versehrt? Was hast du gemacht? Was darf ich nicht machen? OT, hatte David eigentlich gesagt, dass... Doch, der hatte es gesagt und gezeigt, ne, dass sein Name bei den Gefallenen im... Ja, klar. In dem Krieg war, ne? Das hat er dir auch gesagt. Ihr geht jetzt am besten. Und wenn ihr das irgendjemandem erzählt... Dann sorge ich dafür, dass das euer letzter Tag auf dieser beschissenen Erde war. Naja, jedenfalls, solange ich noch hier bin. Wenn ihr wiedergeboren werdet, werde ich wohl kaum was dagegen machen können. Außerdem bin ich dann vermutlich schon nicht mehr da. Ich hätte vielleicht das jetzt weniger entkräften sollen. Nehmt es ernst, ich meine es so. Und dafür brauche ich keinen beschissenen Lulli-Eid, den irgendjemand brechen kann. Vergesst nicht, ihr wohnt in meinem Haus. Und jetzt geht. Sophie steht auf und geht. Ich folge ihr. Bisschen bedröppelt. Da war auch viel Ernsthaftigkeit im Blick. Es war geradezu feurig, der Blick. Deswegen hat Sophie auch gehorcht. Das war auch brav. War das Besorgnis mit der Feurigkeit oder war das... Nein, es war einfach absolute Entschlossenheit und jedes Wort, was er da gesagt hat, war so gemeint. Er wird dich finden und der wird dich mit seinen Hörnern an die Wand pressen und seine Hufe in dein Gesicht klatschen, bis du nicht mehr hier verweilst. Und irgendwann wiedergeboren wirst. Nee, ich dachte eigentlich eher so an von wegen, das habt ihr mir angetan, die Arschlöcher. Was? Nein. Das ist aber schwer rauszulesen, aber da war kein Vorwurf. Nein, da war kein Vorwurf, das war nur Bedrohung. Wenn wir wieder oben sind, hat er nicht erzählt, dass damals in der Schlacht viele, viele böse Sachen passiert sind? Und sein Name war unter den Gefallenen. Das hast sogar du gesagt. Du hast mir das gezeigt. Hat bestimmt was damit zu tun. Alter, könnt ihr würfeln. Thorald hat euch auch gesagt, dass es einer aus der Eisernen Brigade geschafft hat, zurückzukommen. Stimmt, Thorald hat uns von der Eisernen Brigade erzählt. Der hat sogar geheult, als er das erzählt hat. Ja. Eiserne Brigade, was war noch? Das waren die Jungs, die mit... Das waren die mit kaltem Eisen.
als alles schon vorbei war, die mit kaltem Eisenstäben auf die Chinos sind und die geschlachtet haben und bei jedem Stich sich selbst das Schlimmste zufügten, bis nur noch einer stand, der dann zusammengebrochen ist, heulend, weil sich Thorald, glaube ich, vor einen Ski gestellt hat oder so, oder weil er sich umgeguckt hat und gesehen hat, was mit seinen Freunden passiert ist und was mit ihm passiert ist und was mit den Ski passiert ist. Denn, das wisst ihr ja auch, Fee für immer aus der Welt oder aus dem Traum auslöschen, man bringt dich selbst der Banalität sehr viel näher. Und damit meine ich für immer. Dann war er wohl dieser Letzte. Definitiv. Kann das sein, dass hast du ihn vielleicht davon überzeugt? Wovon? Das zu tun? Nein. Nein, so weit wäre ich nicht gegangen. Naja, es wäre ja auch ein Irrtum. Nein, ich glaube nicht, dass es das war. Das ist älter. Viel älter. Ich glaube, dass es etwas ist, das am Anfang unserer gemeinsamen Geschichte steht. Okay. Ich weiß aber noch nicht was. Ich meine, ich bin und war sicherlich nie eine Heilige in meinem Tun, aber ich soweit dererlei Mittel habe ich mich nie bedient. Nie. Außerdem war es da schon vorbei. Da war ich schon tot. Du auch. Weil irgendjemand hat diese Brigade aufgestellt. Das ist halt. Aber nun gut. Ich glaube, sie hat sich selbst aufgestellt. Thorald hat euch gesagt, dass der Krieg, der ja ein paar Jahre währte und wo auch die Besatzer nicht immer freundlich waren mit ihren Gefangenen und mit dem, was sie übernommen haben, nicht nur viel Leid, sondern auch so viel Verzweiflung hervorgebracht hat, dass manche keinen Ausweg mehr gesehen haben. Er hatte zumindest nicht erwähnt, dass jemand sich hervorgetan hat als jemanden, der das aufgestellt hat. Und er hat erzählt, dass auch ein ganzer Haufen Gemeiner irgendwo in Murica abgeschlachtet wurde mit kaltem Eisen schon weit vorher. Und zwar, als sie gerade Frieden aushandeln wollten mit den Ski. Yay. Ja, übel. Sophie geht jetzt in ihr Zimmer. Die Tür lässt sie aber offen, also die kennt da ja mal nix. Was sind... Kannst du dich an die Dinge erinnern, die er... Also er steht in deiner Tür, also... Wieder das Fenster offen und sitzt wieder am Fenster. Was hast du gesagt? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Ob du dich an diese Dinger erinnert, die er erwähnt hat, die das mit Namen aussprechen sollen. Voldemort. Nennen wir sie Voldemort. Nein, nicht so richtig. Das sind nicht Dinge, an die ihr euch nicht erinnert, das sind Dinge, die euer Gedächtnis vor euch verbirgt. Yay. Traumata.
global. Dort. Mal sehen. Da wird wahrscheinlich auch nichts in irgendwelchen Büchern stehen, oder? Ich schätze nicht. Ich werde schauen gehen, vielleicht, aber ich glaube nicht. Dann kriegen wir mit Sicherheit auch irgendwie keine Informationen drüber. Ich glaube auch nicht, dass du die erschaffen hast. Nein, das ist älter. Viel älter. Pint und bezwinge den Feind der Feen. Es muss irgendetwas sein, das mit mir in Zusammenhang steht. Irgendetwas, was ich getan habe und was irgendwie damit in Zusammenhang steht. Aber ich fürchte, da werde ich in meiner eigenen Geschichte kramen müssen. Ich denke auch, dass es muss etwas mit dir zu tun haben. Ansonsten, ich weiß es nicht. Ja, so solltest du dir nicht vor mir gestehen, ne? Also irgendwas. Ich denke, dass es in irgendeiner Form mit dem Anfang unserer Geschichte zu tun hat. Unserer gemeinsamen. Vielleicht sogar mit dem Eid, den wir damals geschworen haben. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir auf diesem Berg stehen, aber ich weiß nicht warum. Ich auch nicht. Okay, doch, das mit dem Traumstein, dass irgendwie das David, dass wir deswegen geflohen sind? Nee. Ja, also ich sag ja mal, dass der Erschaffer des Traumsteins deswegen geflohen ist, weil er ihm den seinem Herrn geklaut hat, das wisst ihr schon. Naja. Mhm. Außerdem habe ich ihn nicht geklaut, ich habe ihn nur nicht gegeben. Ich habe ihn sicher für ihn verwahrt. Es ist sein Besitz. Ich habe ihn sicher für ihn verwahrt. Es ist sein Besitz. Ich nehme mal an, dass es etwas damit zu tun hat, mit diesem Anfang. Irgendetwas da. Sophie? Hm? Wenn du etwas Glanz investieren möchtest? Ja, ich weiß. Das ist so zu zwei Punkte, nein, du weißt nichts. Dann könntest du das jetzt tun. Du könntest sogar einen davon für David verlangen, denn du brauchst David und du musst ihn mit durch das Fenster sehen lassen, ansonsten wird dir das leider nicht gelingen. Naja, komm. Was? Komm her. Okay, komm zu ihr. Jeder ein? Du, was muss ich tun? Mir helfen. Okay. Gib mir deine Hand. Ja, willst du nicht vorher von der Bank runter? Bitte? Von der Fensterbank runter? Ich mag es nicht, wenn Leute beim Fenster sind. Sie geht runter und stellt sich vors Fenster. Ja, ich mach das jetzt dazu. Lass es offen. Du willst doch was sehen, oder? Kommt drauf an. Ich glaub schon. Sie, na gut, wir machen es anders. Sie schließt das Fenster. Nimmt David bei der Hand. Du musst mir jetzt helfen mit ein bisschen. Energie. Und sie macht das jetzt und nimmt quasi mit einer Hand, die wahrscheinlich einen leichten Schimmer enthält, öffnet sie das Fenster wieder. Und damit vielleicht auch ein anderes Fenster. Das Orakel hat das Recht, jedes der vier Orakel die Dinge zu sehen. Dazu sollte es niemand anderen brauchen, aber hier ist es etwas anderes. Es ist etwas anderes, weil du David damals versprochen hast,
hier nicht hinzugehen, nicht von diesem Ort zu wissen, weil David ihn dort versteckt hat und niemand außer ihm sollte wissen, wo er ist, denn dafür war er schon immer zu wichtig, denn deswegen seid ihr aufgebrochen. Aber nun hält er ihn in seinen Händen und er durchdringt ihn mit Fäulnis und Verfall. Und diese Grotte, die David auch damals mit dem Wanst in seinem Traum berührt hat, sie wird nun sein Palast. Nicht nur irgendein Palast. Es ist das Zentrum der Lehre, ein immerwährendes Ende, ein Amboss, auf dem Welten geschmiedet und gebrochen werden, aber nicht die lustigen oder auch schrecklichen Welten des Traums. Es sind Welten aus einem kranken Geist, der durchdrungen ist von Banalität, der eins geworden ist mit Banalität, der Glamour pervertiert hat mit Banalität. Und er hat ihn. Er war nie fertig, dein Stein. Das ist gut. Das ist vielleicht der einzige Grund, warum er jetzt noch hier steht. Aber jede Fee auf dieser Welt und vielleicht auch in vielen Ecken des Traums wird an diesem Abend spüren, dass etwas in ein wertvolles, mächtiges Artefakt, das dazu gedacht war, den Traum umzugestalten in vielerlei Hinsicht und die Welt umzugestalten, dass er ihn nun hat und dass das nicht gut ist. Naja, und dann werdet ihr übrigens aus dem Fenster wieder rausgeworfen. Holy shit. Was war das? Ich weiß nicht genau. Also ich hab den Stein erkannt, ich hab die Grotte erkannt, aber Alter, was war das? Ich glaube, das ist unser Feind. Ja. Ja. Hey, ich glaube, ich habe den Rätsel gelöst. Hast du ihn damals zu dem Stein geführt? David, das weißt du bestimmt nicht mehr. Aber damals, als du mit dem Banz zusammen in der Grotte warst, hatte ich dir schon gesagt, dass da Fußspuren waren von ihm, der dort Ewigkeiten gestanden haben muss, nicht an den Stein rangekommen ist, aber ihn gierig betrachtet hat. Er war schon lange dort. Ja, aber er ist rangekommen. Ja, richtig komisch, wenn Sophie dir gesagt hätte, nimm den Stein weg, sonst ist doof. Und dann sagt sie, ach übrigens, böser Typ, der dort muss er hingehen. Hä? Egal. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es war was anderes. Ich wusste selbst nicht, wo er ist. Aber ich schätze mal, damit hat es irgendwas zu tun. Vielleicht habe ich irgendetwas getan, um ihn so weit zu treiben, so zu werden. Und du? Ich habe ihn anscheinend Macht besorgt. Du warst nur das Opfer der Umstände. Naja, ich habe den Traumstein gebaut, den er jetzt hat. Ja, aber ich weiß nicht. Mal sehen. Ich denke, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ich schätze mal, ich muss noch ein bisschen über mich selbst lernen. Anders als beim letzten Mal. Dafür muss ich schätzungsweise nicht nach Kanada. Ach Leute, übrigens. Euer Ei zu Thorald ist hiermit gebrochen. Yay. Ihr seid jetzt abgekratzt, ja?
Wieso denkt ihr das denn eigentlich? Weiß ich nicht. Der Eid ist gebrochen, nicht weiter. Also vielleicht ist er auch abgekratzt, aber weiß nicht, wie er darauf kommt. Nö, also ich gehe da nicht davon aus. Ich gehe einfach nur darauf aus, dass wir uns einfach viel zu weit entfernt haben von ihm. Was heißt das jetzt für uns? Du hast dich ja belesen, ne? Du hast es ja auch eigentlich schon mal gesagt. Du hast es ja genau richtig vermutet. Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid erwachsene Feen. Keine Mündel mehr. Sehr Geht gut. raus und macht Unsinn. Ich befürchte, das ist keine gute Idee. Jetzt hat jeder die Erlaubnis, uns zu fisten. Naja. Ja. Ich glaube, im Wesentlichen bedeutet es das. Naja. Ja. Naja, auch, dass ihr nicht mehr solche lächerlichen Kleinstrafen bekommt. Kacke. Dann hat Thorat wohl sein Ziel nicht erreicht. Oder er hat es erreicht. Hat er? Und vielleicht ist er so tief im Traum, dass wir ihn nicht mehr erreichen. Glaubst du, dass es das war? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er findet bald wieder zu sich selbst. Ja. Ich hoffe es für ihn. David? Du weißt, dass du diesen Weg nicht mit mir gehen musst, oder? Ja. Gut. Du weißt schon, dass ich mit dir den Weg trotzdem begleiten werde? Soweit, wie du willst. Soweit, wie es nötig ist. Wir sind diesen Weg schon ein paar tausend Jahre zusammengegangen. Dann macht es die paar letzten Meter auch nicht mehr aus. Außer, du wächst mich nochmal um 3 Uhr nachts. Entschuldige, ich hatte eine Eingebung. Nicht nur Satyren dürfen das. Ich habe gerade von geilen Meermädchen geträumt, die ultra scharf aussahen. Okay, verdammt. Das werde ich dir niemals vergessen. So. Ich meine, Roland zu wecken hat mir eine gewisse Form der Befriedigung verschafft. Denn das war meine Revanche, weil er das irgendwie in den letzten Wochen auch mehrfach getan hat. Mitten in der Nacht, weil er unbedingt seine Axt haben wollte und im denkbar falschesten Moment. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt ins Bett gehen. Mach das. Denn ich muss morgen früh wieder Geld an. Morgen früh? Wo kennst du denn? In einem Café-Club. Machen die nicht erst später auf? Das ist morgen früh. Guck mal auf den Tacho. Wir saßen jetzt 2,5 Stunden rum. Es ist 3 Uhr gewesen, als du mich geweckt hast. Jetzt ist es 5. Oh, tut mir leid. Also in. Nein, eigentlich tut's mir nicht leid. Also es tut mir leid, dass du unendlich müde sein wirst, aber es tut mir nicht leid, dass ich dich geweckt habe, weil es hat sich gelohnt. Irgendwie auf eine sehr verdrehte, bizarre Art und Weise. War es gut, ja. Mein Zorn wird dich dennoch treffen. Ich versalze deinen Tee oder so. Untersteh dich. mit diesem Lachen verschwindet er quasi aus der Tür. Ihr sagt also, ihr werdet diese Nacht
oder Sophie eher dann ab morgen wirklich keine schönen Träume haben. Ganz yep. Und gar nicht. Von wegen mehr wie Kronen. David hat noch das Glück, dass er jetzt nicht nur diesen zerschundenen, vergifteten Körper sehen kann, sondern er kann dazu auch noch den Kopf der Nosferatu auflegen. Dann ist es ein schönes Gesamtbild. Yay! Eine wahrlich komplizierte Schönheit. Na, das wäre schon wieder, das geht ja leider mit Sandro dann auch nicht mehr. Also eine Hotte Nossi, das ist natürlich kein Problem, aber das andere, in welches Loch will er da reinhalten, das geht doch nicht. Wobei so ein Sua beim Sex. Alle. Das stelle ich mir jetzt auch erstmal eine Runde vor, deswegen machen wir jetzt erstmal Schluss. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. Ich habe ja keine Erfahrung mit großen Rätseln im Rollenspiel. Das ist auch ja gar nicht mein Ding. Und montags nach 20 Uhr oder in letzter Zeit nach 21 Uhr ist das gar nicht so die beste Zeit fürs Rätseln. Aber ich hatte ja erwartet, dass Flummi als Spielerin den ersten Teil vom Geas ziemlich leicht löst, ne? Weil Städte da macht, Freistadt, das muss die wissen. So. Und so eine Freistadt hat immer ein Herdfeuer und solange das brennt, existiert die Freistadt, ansonsten wird sie von der Banalität verschluckt. Und unter Umständen muss es auch immer dann brennen halten, je nachdem, wie sich das gestaltet. Dann habe ich mir ja einmal bezüglich des zweiten Teils mit David verquatscht, als ich gesagt habe, hier, also als ich David als zweites Herz von Sophie bezeichnet habe, nachdem ich das Gias schon ausgesprochen hatte. Aber durch den, da sie sich ja sowieso mit dem Eid, der die beiden verbindet, beschäftigt hat, dachte ich mir, das muss sie auch irgendwie, muss sie irgendwie zusammenbringen. Aber im dritten Teil bin ich tatsächlich überrascht und stolz. Ich meine, ich habe in den, keine Ahnung, 16 oder so Folgen, grob, immer wieder mal erwähnt, eingebracht, dass Sophia eine ehemalige Eidund ist. Um sie irgendwie auf den Pfad zu bringen, dass die anderen Orakel auch irgendwas sein müssen, ehemalig. Und also irgendeinem Haus angehört haben müssen. Und da ich habe ja bisher mit 4 Häusern was gemacht. Von den Ski, also gab es da gar nicht so viel Auswahl. Und die waren ja zumindest grob den Jahreszeiten zugeordnet. Also da gibt es Ausnahmen, aber grob halt. Und deswegen habe ich auch die verdammten Greifen des Hauses Gwydion mehrmals erwähnt und gesagt, was bei mir genau ein Greif ist, also ein Löwe und ein Vogel zusammengebastelt. Und in dem Puka-Gedicht habe ich auch einmal das Synonym der Greif statt der Graf benutzt und gehofft, dass sie irgendwie drauf kommt, aber es ist so richtig sicher war ich mir nicht. Das war gut. Des Weiteren Roland. Ich hab's zwar dauernd verkackt, aber ich meine, ich habe schon versucht, wenigstens drauf zu achten, dass er von Anfang an immer ein T-Shirt hat. Aber es ist so extrem nicht intuitiv, dass jemand unterkörperfrei eher rumrennt als oberkörperfrei. Und ich glaube, die beiden hatten auch vergessen. Hat ich das in der Folge gesagt? Egal.
dass Halloween hatten ja alle eine etwas finsteren Schatten, der die düstere Seite darstellt, und seiner war ja einfach nur ein verkrüppeltes Stück Müll, weil er ein verkrüppeltes Stück Müll ist. Und er hört nur Gachi, und ich empfehle das wirklich jedem zu googeln. Das hat eigentlich doch was für sich. Weil es einen gewissen Witz hat und er sich verstecken kann hinter der Musik, weil er eigentlich keinen Sinn mehr für Ästhetik und Kunst hat. Und für Schönheit der Künste. Das hat er eingebüßt, der Junge. Genau. Ich war natürlich, ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass sie das alles an dem Abend irgendwie rausböllern. Aber es ergab sich eigentlich ganz sinnvoll. Jetzt sind halt nur meine ganzen Langzeitpläne durch. Also Wanst und Schlangi, David und Kamal, also die Namenssache. Sophie und Kamal. jetzt habe ich nur noch das Geas. Was von langer Hand. Und damit meine ich 3 Tage vor dem Spielabend, wo es aufkam. Irgendwie geplant war. Ich meine, ich wusste auch ab irgendeinem Punkt, dass Sophie Mensch essen muss, weil sie sich so für die Rotkappen stark gemacht hat. Das war aber jetzt nicht so ein Ultralangzeitplan. Und ja. Ne? Ab jetzt laufe ich trocken, was groß vorbereitete Dinge vorgeht. Aber das ist nicht schlimm. Denn Gründe, ja. Also das kriegen wir schon alles hin. Sie sind nur ein paar der Sachen. Ja, genau, die Fehde ist ja auch noch davon. Wissen sie auch noch nichts. Also von Sandro und Kamal. Da kann ja auch noch mal was werden. Gut. Ich glaube, das war alles, was ich dazu zu der Folge noch sagen wollte. Bis zum nächsten Mal.